Wir bieten hier für unsere Gäste, für die Augsburger, den 2-stündigen Stadtrundgang an. Wenn man 2 Stunden in der Stadt unterwegs ist, dann ist das natürlich schon auch sehr anstrengend. Man kriegt sehr viele Impressionen. Und wenn man dann im Anschluss an den Stadtrundgang nochmal im Maximilianmuseum den Steinklang genießen kann, dann ist es einfach entspannend. Man kann das, was man gesehen hat, nochmal verarbeiten. Und wir sind der Meinung, dass es ein wunderbares Angebot ist für unsere Gäste. Stadtrundgang in Kombination mit dem Steinklang, der ja für unsere Gäste auch kostenlos ist. Ja, also die Konzertreihe Steinklang, die im Maximilianmuseum stattfindet, bildet den Schlusspunkt der Stadtführungen, die angeboten werden für Touristen. Das ist dann noch einmal ein besonderes Highlight, das geboten wird, neben dem Ambiente, das hier das Maximilianmuseum bietet. Das befruchtet sich gegenseitig, dieses Ambiente, das wir haben, und die moderne Musikkomposition, die hier geboten werden. Das findet großen Anklang. Der Steinklang ist deswegen eine ganz besondere Komposition, weil es Wolfgang Lackerschmidt gelungen ist, ein Dreieck zu weben aus Musik, Raum und Zeit und diese drei Elemente in ganz besonderer Weise zusammenzuführen. Als weiteres Element kommt der Stein als Material hinzu, der sich im Instrument wie auch im umgebenden musealen Raum wiederfindet. Lackerschmidt ist es mit seiner Komposition gelungen, viele Menschen für die neue Musik, die oft als sperrig oder als schwierig gilt, zu begeistern. Die Menschen sind zum Teil zum ersten Mal mit einer Form dieser Art von Musik in Berührung gekommen. Und es ist vielleicht auch das große Verdienst dieser Komposition, dass sie nicht nur den Raum und Musik miteinander in neue Beziehung setzt, sondern dass sie eben die neue Musik als solche, die Klangwelt der neuen Musik, auch an Ohren weitergetragen hat und zum allerersten Mal als Ersthörer mit dieser Form der Musik zusammengetroffen hat. Ein sehr interessantes Klangerlebnis mit den Steininstrumenten, habe ich noch nie erlebt. Was mich sehr beeindruckt hat, war die Akustik hier im Innenhof vom Maximilianmuseum. Glaube ich, diese Steininstrumente nochmal etwas besser zum Gelten gebracht. Das war jetzt das erste Mal, war toll. Ganz toller Klang hier im Firmenhof. Ja, besonders die Steinharfe hat einen ganz außergewöhnlichen Klang. Sehr interessant. Ich denke mir, das wird auch je nachdem, wie der Tag ist und wie der Künstler drauf ist, wird es den Stein auch beeinflussen, was da für Töne kommen. Das ist bestimmt immer jedes Mal spannend. Ich finde, der Klang ist einfach gigantisch. So richtig. Ja, man kann sich hinsitzen, fallen lassen, zuhören. Genießen.